laden unser Spiel. Der letzte Spielstand, den ich geladen habe, ist dieser. Ihr seht es, ich habe es beim letzten Stream schon gesagt gehabt. Ich habe grundsätzlich drei Speicherstände, falls einer mal kaputt geht, dass ich auf den davor zurückgreifen kann. Golem, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Andrina Games. Und deswegen, ich habe grundsätzlich drei Speicherstände. Der letzte ist dieser hier. 0:26. Den habe ich, glaube ich, kopiert. Nee, da haben wir aufgehört, ne? 0:26. Ich weiß es nicht. Wir starten den. Und dann schauen wir mal. Wir haben die Bretter in die Trockenanlage gepackt. Heißt im Klartext. Und wollten dann schlafen gehen, genau. Erstmal wieder orientieren. Und nochmal an die Steuerung gewöhnen. Denn ihr wisst es, im Shadow ist alles ein wenig verzögert. Oh, was für ein Bild, oder? Was für ein Bild. Also wer hier nicht wohnen möchte, ich weiß es nicht. Du bist der Jens, hallo. Ja, du hast ja vorhin noch geschrieben und das Video. Schön, danke, dass du da bist. Da freue ich mich aber, das ist cool. Da freue ich mich. 18.47 Uhr, wir wollten schlafen gehen. Wir haben die drei großen Bäume auf dem neu gekauften Grundstück gekauft. Jetzt ist die Frage, schlafen wir eine Nacht oder holen wir uns noch mehr Bäume von dem Grundstück? Denn... was für eine Musik. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. So. Guten Morgen, Lumberjacks Dynasty. Die Sonne geht hinter den Bergen auf. Einfach mega. Ich liebe es. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich liebe es. Ja, ihr seht es. Mein Haus ist noch alles nicht so schön modern. Und hast du nicht gesehen? Viele Spieler sind viel weiter als ich. Aber das macht mir nichts und nimmt mir auch nicht den Spaß am Spiel. Denn auch ich entdecke gerne. Ja, Horst, mit dir würde ich auch hier wohnen wollen. Von dir kriege ich frischen Kaffee serviert und sogar jetzt eine Rose. Da könntest du glatt weg dem Olli Konkurrenz machen. Was ich mal schauen möchte, ich habe viel gehört und viel gelesen über das Gewächshaus. Ich liebe das Gewächshaus jetzt schon. Wenn es bestimmt nachher fertig ist, sieht es bestimmt richtig klasse aus. Und die Gießerei. Hier sieht es gut aus. Ich brauche nicht gießen. Mit dir würde ich auch Urlaub machen, Daisy. Da glaub mal dran. Da gibt es noch einige, die hier im Chat des Öfteren sind, mit denen ich hier Urlaub machen würde. Glaub mal, für jeden ein Zimmer wäre überhaupt kein Problem. Abends schön am Lagerfeuer chillen, das wäre richtig geil. Oh! Chrissy! Chrissy, was tust du? Vielen, 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 vielen lieben Dank, liebe Chrissy, für dein Stufe 2-Abo. Schon 4 Monate. Ei, der Daus. 4 Monate. Chrissy, vielen, 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 vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die lange Treue. Das freut mich wirklich sehr. Ach so, siehst du. Was ich bei Lumberjacks Dynasty gemacht habe, werde ich mir hier auch nicht abgewöhnen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz flitzen. Denn ich möchte einmal die Bienenhäuser, die wir hier hingesetzt haben. Da war noch ein Apfel. Hallo, Apfel. Die möchte ich einmal ablaufen, dass ich hier gucke, ob hier ob hier Honig drin ist. Oh, zzzzt. Quatsch, das war gar nicht Daisy, das war Chrissy. Chrissy? Du haust hier gleich rein mit dem Dings und sagst noch nicht mal Hallo. Oder hab ich... Nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Chrissy, 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 Chrissy. Nicht schon wieder. Chrissy, besorg dir mal einen anderen Namen für der Farbe für deinen Namen. Das geht auf Dauer nicht gut. Liebe Chrissy, vielen, vielen Dank. Und hallo. Chrissy, du brauchst echt eine andere Farbe für deinen Namen. Wirklich. Weiß nicht, nimm stechend gelb oder sowas, was mir in die Augen sticht.
Da komme ich besser mit klar. Warte mal, hier waren auch noch welche, ne? Hier hinten waren auch noch welche. War das nicht so? Ach, ich bin schon wieder so verwirrt. Chrissy hat mich verwirrt. Vorlesen würde ich den Olli auch lassen. Singen würde ich ihn nicht lassen, weil dann singt er Lieder von Torfrock und das wollt ihr nicht. Er singt Lieder von Torfrock, das wollt ihr nicht, wenn er am Lagerfeuer sitzt und Torfrock-Lieder singt. Das wollt ihr ganz bestimmt nicht hören. So, ihr Lieben, dann wollen wir mal schauen in unsere Trocknungsanlage. Also 90, 94, da haben wir noch richtig, richtig viel. Da sind alle voll. Und hier gehen noch zwei rein. Okay. Oh, Chrissy, ich hab dich lieb, mein Herzblatt. Oh Gott. Kann mir einer sagen, wo ich den Jack Bier gelassen habe? Ich nenne ihn Jack Bier immer noch. Wird auch so bleiben. Ah, guck. Ach ja. Ich glaube, wir nehmen den gleich und fahren mal rüber und werden weitere Baumstämme uns holen. Denn wir brauchen augenscheinlich sehr viel mehr Bretter. Ich schau mal auf die Karte. Unser Waldstück ist hier. Wir haben noch 23 Bäume. Mit Hamburger Dialekt, genau. Ach je. Du warst nicht dabei, als Julia und Olli im TS waren und Torfrock zusammen gesungen haben. Du warst einfach nicht dabei. Mir haben die Ohren geblutet. Ich mag den Jack Bier, er ist ein bisschen langsam. Aber ansonsten mag ich den, also kann ich nichts anderes sagen. Der Unterschied zwischen den Bäumen, ich schätze mal so. Man sieht's ja, sieht man das? Ist das jetzt hier? Das ist auch kein toter Baum. Hier sollen tote Bäume sein. Aber was hier sind tote Bäume? Ich sehe nur welche, die halbtot sind. Ich glaube, ich bleibe ziemlich weit vorne, da muss ich noch nicht so weit rein. Denn wir haben beim letzten Mal gesehen, was passiert, wenn man bergan die Bäume versucht, mit dem Anhänger zu holen. Oh, mit der Angel werden wir schlecht sägen können, aber hiermit. Ja, ich muss, wenn ich säge, tatsächlich die Augen aus dem Chat nehmen. Sonst geht das schief. Ich hatte vorhin nicht auf mein. Nicht da drauf. Nein! Oh. Uiuiuiui. Ich hatte vorhin zum Jens nämlich auch geschrieben gehabt, man könnte ja auch, um schneller an getrocknete Sachen zu kommen, eine Woche schlafen. Ich glaube, das hatte ich auch mal zu Manni gesagt gehabt. Damit das mit den getrockneten Blättern schneller geht. Und dann war ja immer noch die Frage, kaufe ich mir meinen eigenen Pickup, um die Sachen zu transportieren, oder lasse ich den Auftrag offen? Denn die meisten, die das gemacht haben, die haben das mit Sozialpunkte nicht geholt, den Pickup. Aber ich weiß zum Beispiel von Farmers Dynasty, dass es dann nachher fast schon unmöglich war, die Errungenschaft für die Millionen Social Points zu bekommen.
Olli ist ein guter Sänger. Nur Olli fallen immer solche Lieder ein, die man nicht hören möchte. Das ist das Problem. Olli ist ein guter Sänger. Er sieht das vielleicht selber nicht so, aber ich sehe das so. Man muss schon immer so ein bisschen Abstand halten, damit man das sieht. Da. Wir hatten beim letzten Mal zwei große und einen kleinen Baum. Das heißt, zwei sollten reichen. Dann müssten wir eigentlich ziemlich viel vollkriegen. Wir müssen die Paletten noch wegbringen von den Sägespanplatten. Haben wir alles oder ist da noch? Da ist noch einer, siehste. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man tatsächlich, wo die Schnittkante sein soll. Weiß nicht, ob ihr das so seht. Hier zum Beispiel sieht man, wo sich der Baum gleich teilen wird. Genau, das habe ich jetzt eben gerade entdeckt. Nehmen wir diesen noch mit. Ich hoffe, der fällt in die Richtung. Ich hoffe, er fällt in die Richtung. Ja, Chat gucken und Andrina, das solltest du nicht tun. Auf die Dauer kommst du nicht drum rum, ein LKW. Und danach kommt erstmal nichts an Aufträge, das ist aber schlecht. Ich habe ja noch einen Auftrag, habe ich noch oben auf dem Berg. Eieieiei. Ist schon krass, wenn die Bäume sich so bewegen noch, ne? Da denke ich mir so, okay, beweg dich mal zu Ende, aber er zittert noch ein bisschen. Da sind noch ein paar Schwingungen. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Was war das denn? Okay, okay, der fliegt hier so ein bisschen. Wollen wir ihn fliegen lassen? Okay, 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 beruhig dich. Ich versuch's. Ich versuche ihn daran zu erhindern, dass er weiterspringt. Da. Er beruhigt sich. Ist aber lustig, ne? Springende Baumstämme. Ich glaube, die Werner-Filme kennen wir alle, Chrissy. Ich glaube, die kennen wir tatsächlich alle, die Werner-Filme. Schlimm ist nur, wenn man daraus Sachen zitiert oder anfängt zu singen. Dann wird's schlimm. So, ich glaube, wir sind erstmal gewappnet für die nächsten Touren mit unserem Traktor. Ich werde nicht mehr über die Bäume rüberspringen. Das ist mir beim letzten Mal schon nicht so gut bekommen. Und ich weiß, dass ich auch tatsächlich hier nicht mehr so voll laden werde. Das ist aber nett, dass der PKW anhält für mich. Du darfst aber gerne weiterfahren.
So. Zeig an. Jawohl. Ich glaube, die beiden schaffen wir noch mit und dann sollten wir aufpassen. Ja, der Ehemann hat tatsächlich immer sehr viel Schalk im Nacken. Das solltet ihr ja mittlerweile wissen. Den werde ich wohl nicht mehr mit draufkriegen hier, ne? Das wird ein bisschen eng, ne? Wenn ich den jetzt da drauf lege, ist der weg, oder? Ja, das war klar. Das war klar. Ja. Wir nehmen den aber trotzdem mit. Wir nehmen den trotzdem mit. Ich glaube, in unserer Familie bin ich eher so die Strengere. Aber damit kann ich leben. Irgendwer muss die Kinder ja erziehen. So. Raus mit euch. Ich weiß gar nicht, auf was ich die Sägemühle gestellt habe. Aber ich denke, das müsste ja noch auf Bretter gestellt sein. Oh, was für eine geile Animation, oder? Wenn die wirklich aufeinander fallen, dass der dann da erst runterrutschen muss, das sieht voll geil aus, oder? Guck mal so und dann... Flupp! Ich finde das voll geil. Aber wir müssen uns beeilen. Ich muss nämlich tatsächlich gucken, ob ich auf Bretter umgeschaltet habe. Di-di-di-di-di-di-di-di. Ein großes Kind habe ich auch schon. Ich habe auch schon ein Enkelkind, also von daher. Wir haben nicht auf Bretter umgeschaltet, siehst du? Als hätte ich es geahnt. Genau, die müssen nämlich hier runterlaufen. Aber das dauert noch eine Weile, bis die kommen, ne? Ja, die sind noch weit weg. Die sind noch weit weg. Dann holen wir uns schon mal die nächsten. Wie gut, dass es mir noch eingefallen ist. Sonst hätten wir nur entrindete Bretter und das wäre entrindete Bäume. Und das wäre nicht so schön. Versuch's mal auch. Ich glaube nicht, dass das so schlimm bergan geht, oder? Wir versuchen's mal. Wir versuchen's mal so. Ansonsten muss ich sie rantragen. Ist der jetzt wieder zusammengewachsen? Oder habe ich den nicht geschnitten, oder was? Ach, hier kann ich nicht mal aussteigen, oder was? Lass mich aussteigen. Okay, ich darf nicht aussteigen hier. Warum durfte ich da jetzt nicht aussteigen?
Jetzt durfte ich aussteigen. Ich glaube, da war nämlich einer nicht durch. Aber ich war doch der Meinung, ich hätte alles durchgeschnitten. Ding, 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 ding. Hm. Gut, dann halt nicht. Du kannst 100 Presskisten in der Produktion lagern, also in der Sägemühle. Okay. Trocknen die da auch schon? Ach so. ja, Chrissy. Oh, mein Spiel ist abgeschmiert. Jetzt habe ich echt gedacht, mein Spiel ist abgeschmiert. Das war jetzt nicht lustig. Aber die trocknet dort jetzt auch nicht. Okay. Ja, das wäre dann schade. Ich weiß, dass Manni zum Beispiel sich auf Bretter auf den Hof gestellt hat. Dass welche in der Trockenkammer sind und eben halt welche auf dem Hof. Und dass er die dann da so trocknen lässt. Ich weiß ja nicht, ob es dann noch länger dauert. Das habe ich ihn tatsächlich gar nicht gefragt. Das habe ich ihn tatsächlich gar nicht gefragt, ob die denn da draußen langsamer trocknen. Bleibst du drauf? Du bleibst drauf, oder? Ja. Du bleibst da drauf. Naja, das Problem ist ja, dass ich durch meine Strafe, die ich gekriegt habe, ja nicht nur Sozialpunkte verloren habe, sondern auch 1200 Euro. Und das fand ich natürlich nicht so prickelnd. Dementsprechend muss ich ein klein wenig mehr Geld verdienen, um erstens mal den Pickup zu bekommen und zweitens ja, den Onkel Charles auszuzahlen. Ich glaube, da sind wir noch eine ganze Weile in der Mache, bis wir den ausbezahlt haben. Ich hatte am Samstag noch ein Gespräch mit dem Sigi. Und er sagte, oh nee, Quatsch, mit dem Manni. Und der sagte so, das ist ganz schön viel, 250.000. Und da habe ich aber nur zu ihm gesagt, ja, stell dir mal vor, das wäre jetzt weniger. Dann hätte das Spiel gar keine Langzeitmotivation mehr. Dann hätten wir alles in 2 Tagen fertig. Und das ist aber auch nicht im Sinne des Erfinders. Also es ist jetzt meine persönliche Meinung. Und er hat mir da schon recht gegeben. Hallo, liebe Manu. Weil ich denke ja, okay, 250.000 ist schon eine ganze, ganze Menge. Fahr weiter, ich will da rein. Dein Ernst? Das ist tatsächlich schon eine ganze Menge, aber wenn, was weiß ich, nur 10.000 oder so, die hat man ja dann viel zu schnell zusammen. Und dann bleibt dann ja irgendwo auch die Langzeitmotivation für das Spiel abhanden, ne? Muss man ja auch mal so sehen, ne? Wie gesagt, bis jetzt bin ich von Bugs noch befreit. Noch. Und ich möchte auch nicht unken, dass ich sie bekomme, um Gottes Willen. Ist halt nur die Aussage, dass ich da ganz froh drüber bin.
Schon viermal ein Bug. Was denn für Bugs, wenn ich fragen darf? So. Das jetzt erstmal zu den zwei Bäumen. Oha. Also was ich ein bisschen, was mich so ein bisschen, ja guck mal hier, was mich so ein bisschen, was heißt nervt oder aufstößt, dass überall Türschwellen sind, über die man manchmal nicht rüberkommt. Das habe ich jetzt vor allen Dingen beim Reparieren der Gebäude gemerkt. Okay, von versunkenen Traktoren habe ich auch schon gehört, gesehen, gelesen. Tatsächlich. 6 Spanplatten. Das wird lustig. Die werden wir nachher noch wegbringen. Da ist schon die nächste Palette angekommen. Also wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen was zu verstauen. Okay. Wenn du dann weiter Gas gibst, versinkt man. Ich hatte das mit dem Versinken, beziehungsweise wo ich festgehakt bin, das habt ihr ja bestimmt auch im Let's Play gesehen. Nur wo ich hier mit dem Gabelstapler an der Trockenstelle, an der Trockenkammer. Aber ich habe zum Beispiel auch andere gesehen, wo auch der ganze Hänger in die Luft kommt. Oh, hab ich mich erschrocken. In die Luft geflogen ist. Auch Manu, vielen Dankeschön. Stufe 1 Abo, schon 4 Monate. 4 Monate. Manu, 4 Monate. Genauso wie Christi. Ihr seid so geil. 4 Monate. Leute, denkt euch das mal aus. Das ist doch Hammer. Danke. Oh. Ja, wie gesagt, ich habe auch von fliegenden Wagen gesehen gehabt. Ich hatte mich eben ein wenig erschrocken mit dem Baumstamm und hatte schon kurzzeitig Befürchtungen, aber alles gut. Ja, Daisy, immer freuen. Ihr habt es selbst gesagt, wir hier sind eine kleine Familie und sie wächst. Sie wird größer. Unsere Familie wächst. Oh, vielen Dank für dein Follow, Jens. Danke. Danke. Andrea flippt schon wieder völlig aus, aber das ist egal. Da seht ihr, wie die Baumstämme entrindet werden. Dann geht's hier runter. Zack. Seit Raft schon. Oh, oha. Raft ist ja schon eine ganze Weile, meine Herren. Dann musst du aber, lieber Jens, dann musst du aber öfter mal jetzt hier im Stream reinschauen. Oh, ihr armen Haschel, ganz ehrlich. Wenn die Andrina sich freut, ne?
Seid froh, dass ich nicht schon wieder ein blankes Weinen ausfalle. Ihr seid so arme Haschel. So, Bretter werden geschnitten. Aber ich feiere dieses ganze hier so sehr, wie die Baumstämme durchs Wasser hier rauf. Das ist genial. Also das finde ich schon richtig. Ach, du hattest bis gerade kein Twitch. Oha, wie sträflich. Wie sträflich. Nein. Man muss es nicht mögen. Also ich sage jetzt mal so, der eine mag es, der andere sagt so, nee, ich gucke mir lieber YouTube an. Deswegen bin ich auf beiden tatsächlich vorhanden. Manchmal ein bisschen viel Arbeit, aber das nehme ich gerne in Kauf. Das mache ich furchtbar gerne. Aber ich fand es halt auch schön, dass man bei Twitch zum Beispiel, ihr guckt euch meine Let's Plays an. Und bei Twitch ist es halt so, dass ihr gleich mitsprechen könnt und sagen könnt, hier Andrina, so und so, versuch mal so und so oder das und das wäre, glaube ich, klüger oder so. Das ist ja eben halt der Vorteil bei Twitch. Oh, Raft haben wir ja noch mit Susi und dem Ehemann gespielt. Mensch, da hast du aber schon lange. Da hältst aber schon lange mit uns durch, du. Hast du denn auch Farmers Dynasty gespielt, lieber Jens, wenn ich mal so fragen darf? Vielleicht hast du auch dann eine von meinen 400.000 Folgen Farmers Dynasty geschaut. Geh mal runter, Tür. Bist du jetzt gut oder bist du jetzt nicht gut, Palette? Nö, nur geschaut. Okay. Das hat auch Spaß gemacht. Farmers Dynasty. Mehr kommt nicht, das ist jetzt alles, oder was? Ein Baum, zwei Paletten? Nee. Da muss noch mehr kommen, Leute. Ein Baum, zwei Paletten? Da war aber letztes Mal mehr bei, ne? Farmers Dynasty, wer es noch nicht gespielt hat, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es ja tatsächlich auch gesuchtet. So richtig gesuchtet. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, sich um alles zu kümmern. Bin ich heute zu ungeduldig oder irgendwie kommt mir das so vor, als wenn ich heute sehr, sehr ungeduldig bin. Ja, ich war der Meinung, dass das letztes Mal viel schneller ging. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gegen Farmers Dynasty wird es hier sehr, sehr viel umfangreicher werden. Wenn man wirklich dann nachher die Tiere auf der Farm hat und so, das wird wahrscheinlich richtig umfangreich werden. Und ich glaube, dann brauchst du auch tatsächlich eine Frau, die sich hier kümmert. Das einzige Gute ist wirklich im Gegensatz zu Farmers Dynasty, dass hier die Tage länger sind. Liebe Daisy, Geduld ist eine Zier. Weiter komme ich ohne ihr. Nein, Scherz. Ja, ich muss geduldig sein. Vor allen Dingen, was die Trocknungszeit dieser Bretter anbetrifft, da muss ich echt geduldig werden. Da muss ich echt geduldig werden.
Wobei ich 10 Ingame-Tage tatsächlich schon sehr, sehr lang finde. Allerdings, man muss ja auf der anderen Seite sagen, momentan ist es ja so, dass noch nicht so viel hier zu tun ist. Wenn man tatsächlich jetzt noch auf dem Hof noch Sachen macht, von wegen Viehzeug etc. mit Gewächshaus und so weiter, dann ist man ganz froh, dass die Trocknungszeit so lange geht. Aber momentan ist das wirklich so, dass die Trocknungszeit sehr, sehr lange ist, finde ich. Ja, ich glaube, ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem gesehen. Du hast recht, Daisy, wenn du schreibst, die Umgebung in dem Spiel ist so atemberaubend, das stimmt. Ja, aber kann ich das? Ich kann das ja schwer mit nassen Brettern machen, oder? Das geht ja wohl schwer mit nassen Brettern zu machen. Das war, glaube ich, die letzte Palette. Pro Baum 3 Paletten. Das geht. Okay. Kann schon wieder nicht aussteigen. Also an manchen Stellen lässt er mich einfach nicht aussteigen, ne? Da lässt er mich einfach da nicht aussteigen. Manu, du telefonierst während des Streams? Das ist schändlich. Nein, Scherz. Mann, Scherz. So. Sieht's aus, als käme da erstmal nichts mehr.